Hallo, meine Damen und Herren. Was ist denn da bei den Volvos los? Es wird gebannt? What? Da drängen sich zwei Fragen auf. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Im vergangenen Livestream, und zwar am Dienstag, wurde ich gefragt, ob ich zufällig weiß, was Valve hier gerade macht, weil es wohl wieder Live-Bans gibt. Ein User hat geschrieben, dass bei ihm jetzt gerade jemand live gebannt wurde oder an dem Tag jemand live gebannt wurde. Ein anderer hat sich dann auch eingeschaltet und gesagt, oh, das habe ich auch mitbekommen. Und wiederum ein Dritter hat auf Discord bei uns diese Aufnahme hier von sich geteilt. Er ist da gerade ganz frisch in ein Spiel rein. Und wie man jetzt hier sehen kann, ist es direkt aufgelöst, weil jemand an hat. Wir haben dann dazu kurz im Stream geschnackt und Demi hat mir gerade heute auch nochmal was von Reddit geschickt. Und zwar ist hier wohl auch, wag live again die Frage, etwas geschehen. Da hat das auch ein Spieler ziemlich früh rausgehauen. Hier unten in den Kommentaren sind auch noch ein paar andere, die darüber berichten, dass ihnen hier vor kurzem auch solche Dinge das erste Mal aufgefallen sind. Da viele andere schreiben, Scheißdrecke und hin und her, also typisch CS-Community halt. Die meisten sind ziemlich surprised, so wie ich eben auch oder wir eben auch im Stream, war das so, hä, was ist passiert? Was wir vor kurzem das erste Mal hatten, war Match Cancelled wegen Network Interruption. Das habe ich bis dahin auch noch nie gehabt. Das war vor, ich glaube, 14 Tagen, eineinhalb Wochen, 14 Tagen circa. Ich lehne mich jetzt einfach mal sehr weit aus dem Fenster und behaupte, dass die Volvos irgendwas im Hintergrund wurschteln. Es scheint was in der Mache zu sein. Natürlich gibt es da sehr viele Stimmen, die dann direkt halt sagen, viel zu spät, viel zu wenig Pipapo. Das bringt uns halt nur nicht weiter, diese Stimmen. Sie sind vorhanden und das kann man gerne so sehen, aber es ist halt nichts voranbringend. Nichtsdestotrotz würde ich selbst auch sagen, dass es echt beschissen ist, dass Valve ja schon so weit war, diese ganz harten Cheater rauszuballern und dann damit ja scheinbar oder zumindest gefühlt aufgehört hat. Und jetzt wohl wieder vielleicht damit anfängt. Es wäre ja schon mal wirklich ein guter Anfang, wenn diese ganz krassen Rager Geschichte wären, wenn die weg wären. Natürlich ist es bei weitem nicht ausreichend, es muss doch ganz viel gemacht werden, bla 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 bla. Aber wenn sich die Affen, die so reindrehen halt, also die generell Cheater, die absolut reinragen, bei denen jeder Blinde mit dem Krückstock sagen kann, der hat an, wenn die schon mal rausgesammelt werden würden, ach ja, das würde man doch gerne mitnehmen. Falls euch das vor kurzem auch aufgefallen sein sollte, dass gerade irgendwie diese Wack-Live-Bans wieder umhergehen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe selbst noch keinen Live-Ban gesehen, weder im Stream noch halt ohne. Könnte aber eben auch daran liegen, dass wir halt extrem selten auf irgendwelche Cheater treffen. Vor allem extrem, extrem, extrem ultra selten halt auf Rager, die wohl jetzt gerade vielleicht zum Teil detected werden. Ich bin hier natürlich sehr gespannt, wie die ganze Sache weitergeht und ob es jetzt schon dann eine Besserung in den Spielen geben wird. Andere haben in dem Zusammenhang nur geschrieben, dass ihre Spiele halt gefühlt etwas cleaner geworden sind, aber gerade bei diesem gefühlt immer schwierig. Egal in welche Richtung, ob man jetzt sagt, es ist gefühlt besser oder es ist gefühlt schlechter oder schlimmer, ist beides, es ist halt dieses Feeling, das ist halt schwierig. Ich behalte die Sache auf jeden Fall im Auge und was ihr auf jeden Fall auch im Auge behalten solltet, ist unser nächstes Knife-Giveaway. Nächste Woche startet die ganze Geschichte auf Twitch und geht dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich denke drei Wochen, dass ganz neue Leute, so wie du zum Beispiel, auch noch locker mitmachen können. Hier eine kurze Mini-Erklärung, mein Livestream-Link befindet sich in der Videobeschreibung. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr und während ihr zuguckt, sammelt ihr von ganz alleine und vor allem kostenlos die Bubble Dollar. Das ist unsere Streamwährung und mit dieser Streamwährung kauft ihr euch dann die Tickets für die, generell für die ganzen Giveaways, nicht nur für dieses Knife-Giveaway, sondern auch für alle anderen, die bei uns ständig stattfinden. Das heißt also, je länger man den Stream anhat, beziehungsweise je öfter man eben reinschauen kann, desto mehr sammelt man und desto besser kann man dann bei den Giveaways mitmachen. Falls es noch Fragen gibt, einfach in den Stream kommen und fragen. So, und jetzt lösen wir noch geschwind ein, zwei YouTube-Giveaways auf. Im Tech9 Top 10 Video gab es einmal die Tech9 Fuba für euch zu gewinnen. Man musste dazu nur zu seinem Kommentar hinzufügen, ob man gerne Tech9 spielt. Ich habe ja bereits alles vorbereitet. Vielen Dank für 46 Kommentare. Dann snacken wir uns mal den Gewinner. Wie gesagt, denkt bitte dran, man muss eben die Gewinnphrase auch schreiben. Tech9 ist super für Eco-Buy und auch eine Top-Ergänzung zu AWP. Sebi on Air, let's go! Du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte, wie bereits geschehen, sehr nice, deinen Trade-Link in die Kanalbeschreibung. Am liebsten habe ich, wenn er hier drin steht, aber das sollte so auch gehen. Des Weiteren gab es noch einen Star Trek Desert Eagle für euch in einem Update-Video zu gewinnen. Da ging es irgendwie um die FPS. Und dort sollte man, um gewinnen zu können, einfach schreiben, ob man schon mal in den Streams mit dabei war, beziehungsweise ob man die Streams schaut. Vielen, vielen Dank für 152 Kommentare, ihr Wahnsinnigen. Let's go, der Gewinner, der Deagle ist Butterfly Klaus. Gutes Video wie immer halt. Klaus, warte mal, kommt da noch mehr? Das ist natürlich schade, Butterfly, da du dich nicht um die Gewinnphrase gekümmert hast, kannst du leider nicht gewinnen. Somit ziehe ich hier einfach den nächsten Gewinner. Ich muss da zweimal drauf drücken. Ich denke jedes Mal, es geht direkt los, wenn ich da einmal drauf gedrückt habe. Es ist Zecke. Moin, moin, ich war schon ein paar Mal in deinen Streams. Na, also es geht doch. Du weißt, wie der Hase läuft. Einfach hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und deinen Trade-Link in deine YouTube-Beschreibung. Dankeschön. Diese YouTube-Giveaways sind übrigens ähnlich wie meine Twitch-Giveaways. Halt einfach irgendwann so eingewürfelt. Die passieren dann einfach plötzlich. Das heißt, aufmerksame Zuschauer
sind halt mit am Start. Auf Twitch ist es nochmal ein bisschen einfacher, das nicht zu verpassen, außer man rennt vom PC weg, weil ich es halt auch laut sage. Ich sage halt, ich mache das Giveaway auf, Achtung Leute, Achtung, Bing Bong, Giveaway, Befehl XY eingeben, um mitmachen zu können, es gibt das, das, das. Also da bin ich natürlich schon auch, ich will, dass ihr die mitkriegt, ganz klar. Auf YouTube ist es mir schon wichtig, dass man halt auch so, ja, wenn man da mitmachen möchte, muss man das Video halt auch ganz angucken. Das ist meine Anforderung an euch. Und man muss halt auch einen Kommentar schreiben. Ich denke aber, oder ich finde, dass das nicht zu viel verlangt ist. Und wisst ihr was? Komm, wir machen noch ein Giveaway oben drauf. Und zwar gibt es für euch heute eine StatTrak M4A4 Magnesium zu gewinnen. So ein bisschen shiny, in Minimalware vorliegend, sehr schön clean. Wenn jetzt hier jemand in Richtung White Loadout gehen möchte oder so, oder Silver, kann man hier, denke ich, schön zugreifen. Und die Gewinnfrage für die ganze Geschichte ist folgende. Lässt du die Videos hier bei mir eigentlich durchlaufen? Schaust du bis zum Ende durch, beziehungsweise lässt du es, wenn du dann weggehst, einfach bis zum Ende durchlaufen? Das ist beides absolut geil. Vielen, vielen Dank dafür, wenn ihr die Videos durchlaufen lasst. Wenn ihr das nicht tut, ist aber auch nicht schlimm. Wenn hier jemand Nein schreibt, ich lasse sie nicht durchlaufen und gewinnt, hat er natürlich trotzdem gewonnen. Das ist klar. Also scheut da nicht zurück, mir da die Wahrheit zu schreiben. So, Dalle, und das war's dann auch schon wieder. Wir sehen uns dann heute im Livestream ab 20 Uhr. Ich streame, ich hab's ja vorhin erwähnt, dreimal die Woche, bla bla bla, wisst ihr Bescheid. Freitags 20 Uhr Livestream. Das nächste Video erscheint dann mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder am Montag. Und ja, danke für die Kommentare, vielen Dank für die Likes, vielen Dank fürs Schauen natürlich generell und danke an alle, die Videos halt bis zum Ende gucken bzw. durchlaufen lassen. Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen mehr für euch einbaue. Am Ende irgendwas so, wo man meinen könnte, ich hab's gesehen, da war ein Pimmel. So ein bisschen Fight Club-mäßig, aber nicht wirklich ein Pimmel, komm schon. Ja, haut da rein, danke fürs Zusehen, bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.